Willkommen zu einer neuen Folge der Serie Neues aus der Akademie der Wissensscharfen. Heute Publikationsdienstleistungen wissenschaftlicher Bibliotheken. Das sind Peter, Paula und Marie, drei exzellente junge Wissensscharfe. Alle drei sind sie Mitglieder der Akademie der Wissensscharfen. Die drei möchten gemeinsam einen Artikel publizieren und diskutieren nun bei einem Treffen die Publikationsdienstleistungen ihrer Institutionen. Ich finde, unser Artikel muss auf jeden Fall Open Access sein. Aber ich möchte keinen kommerziellen Anbieter unterstützen. Haben wir da keine Alternative? Also meine Bibliothek hat eine Menge Angebote zum wissenschaftlichen Publizieren in Open Access. Echt? Ja, sie nennen das Publikationsdienstleistungen. Marie spricht hier ein wichtiges Thema an. Publikationsdienstleistungen von Bibliotheken. Doch was versteht Tier eigentlich unter Publikationsdienstleistungen von wissenschaftlichen Bibliotheken? Die Schafe beschließen, einen Experten zu befragen. Otto, den Open Access Otter. Ihr wollt wohl was über Publikationsdienstleistungen lernen? Da kann ich euch selbstverständlich weiterhelfen. Man nennt mich ja nicht umsonst den Open Access Otter. Also Publikationsdienstleistungen, das sind Informationsdienstleistungen, die einen Beitrag zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte leisten. Das bedeutet konkret, sie unterstützen das wissenschaftliche Publizieren und die wissenschaftliche Kommunikation. Eine zentrale Rolle spielt hier vor allem Open Access, also die Publikation von wissenschaftlicher Literatur, sodass diese einfach und kostenfrei für jeden im Internet zur Verfügung steht. Sicherlich gibt es Publikationsdienstleistungen auch schon bei euch in der Bibliothek. Im Idealfall hat sie dann die Expertise zu den wichtigsten Aspekten des wissenschaftlichen Publizierens und bietet etwa Angebote wie die Betreuung und Verwaltung eines institutionellen Repositoriums, Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement, Publikationsservices, Serviceangebote im Bereich Urheberrecht, Bibliometrie, und schließlich die Implementierung von Open Access Policies. Wenn wissenschaftliche Bibliotheken Publikationsdienstleistungen für ihre Forschenden, Lehrenden und natürlich auch Studierenden anbieten, dann sollten sie eigentlich das alles hier bieten können und gleichzeitig auch zügig auf technische und methodische Veränderungen reagieren, etwa bei neuen Metadatenstandards. Kurz und knapp, solche Publikationsdienstleistungen machen bestimmt jedes Tier glücklich. Vielen Dank, Otto. Das fand ich sehr aufschlussreich. So habe ich noch gar nicht über diese Sache nachgedacht. Dann sollten wir doch eigentlich mal schauen, was unsere Bibliotheken hier so zu bieten haben, oder? Das ist eine super Idee. Ja, finde ich auch. Die drei Schafe prüfen nun die Bibliotheken ihrer Institutionen in Hinsicht auf Ottos Kriterien. Da die drei jungen Schafe Digital Natives sind, nutzen sie als ersten Zugang zu Informationen gerne das Internet. Sie besuchen deshalb die Webseiten ihrer jeweiligen Hochschulbibliothek. Schauen wir doch einmal, was sie dabei herausfinden und schicken wir die drei Bibliotheken gegeneinander ins Rennen. Unsere drei Schafe bemerken schnell. Ihre Bibliotheken bieten eigentlich alle die heute geforderten Publikationsdienstleistungen an, wenn auch auf unterschiedliche Weise und unter unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen. Alle Bibliotheken haben einen Schwerpunkt auf Open Access, weil das Thema einfach zeitgemäß und wissenschaftspolitisch unabdingbar ist. Sie bieten alle grundsätzliche Angebote wie institutionelle Repositorien für Publikationen, einen Universitätsverlag, einen Open Access Publikationsfonds sowie verschiedenste Informations-, Schulungs- und Beratungsangebote an. Die Schafe müssen sich nun entscheiden. Ihre Bibliotheken sind alle gut ausgestattet für ihre geplante gemeinsame Publikation. Dennoch
finden die Schafe die KIT-Bibliothek besonders einladend, weil diese zu fast allen Themen explizit individuelle Beratung anbietet. Alle sind zufrieden mit dieser Wahl. Als nächstes werden Sie also gemeinsam bei der KIT-Bibliothek für eine individuelle Beratung anklopfen. Unsere Wissensschafe haben wirklich allen Grund, zufrieden zu sein. Doch um das Potenzial der Angebote wissenschaftlicher Bibliotheken noch weiter zu verbessern, sollten wir jetzt mal über Open Access Publikationsdienstleistungen nachdenken, die über die reinen Grundanforderungen noch weiter hinausgehen. Ich träume zum Beispiel davon, dass Bibliothekare als Embedded Librarians individuelle Beratung für Forschende rund um den gesamten Forschungsdatenzyklus durchführen können. Auch sollten wir daran denken, wie wir unsere Angebote den Wissenden unserer Universität noch besser vermitteln können. Ihr wisst schon, alles online und digital und am besten auch noch multimedial und so. Aber was schwadroniere ich hier vor mich hin? Was denkt ihr denn? Wohin geht die Zukunft von Publikationsdienstleistungen in Bibliotheken? Thank you.